Ich finde es großartig. Ich finde es wirklich so unterhaltsam und ich find's lustig. Also es macht total viel Spaß und man mag irgendwie nicht aufhören damit. Projekt Natal ist für mich eine totale Innovation. Ich frage mich wirklich, wie das geht und ich bin echt fasziniert, wo wir mittlerweile angekommen sind, dass sowas wirklich möglich ist. Ja, mich hat fasziniert, dass es einfach wirklich so funktioniert, wie ich mir vorgestellt hatte, dass es funktionieren sollte. Aber ich habe jetzt nicht wirklich dran geglaubt, dass es wirklich so schnell auch reagiert. Also ich hätte jetzt eher gedacht, vielleicht, dass es eher öfters mal so Aussetzer gibt, dass man wirklich irgendwie eine Bewegung macht und aber einfach nicht so schnell wirklich reagiert wird, wie man sich es halt wünscht. Aber es ist halt überhaupt nicht der Fall. Also das finde ich schon cool. Projekt Natal kann die Zukunft für Computerspiele bedeuten, weil für mich hat diese Technologie so ein Potenzial, dass man damit wirklich innovative neue Spiele machen kann. Also es kann darüber hinausgehen, dass man irgendwelche Sportspiele macht, sondern ich könnte mir vorstellen, dass man seine ganze Mediathek und alles, was man an der Spielekonsole steuert, ohne Controller steuern kann. Was sehr interessant ist, dass die Bewegung so haargenau übertragen werden auf den Fernseher. Also jede Handbewegung, die ich mache, egal wie ich mich bewege, ich kann tanzen wie ein Roboter oder sowas, ist 1:1, wird auf den Fernseher übertragen und ist echt ganz lustig. Technisch gesehen, das Besondere an Natal ist die Tatsache, dass hier, soweit ich das beurteilen kann, verschiedenste Sensortechnologien verwendet werden und miteinander verheiratet werden. Also es gibt eine Infrarotkamera, es gibt eine normale Kamera, es gibt eine Distanzkamera und all diese verschiedenen Sensorinformationen, es gibt auch noch Mikrofone, so viel ich weiß, werden halt auf eine bestimmte Art und Weise miteinander verbunden. Und da steckt ziemlich viel, Grips in der Software drin, so wie ich mir das vorstelle, dass eben aus diesen Sensordaten eine robuste Information extrahiert werden kann. Natal ist, glaube ich, besonders was für meine Altersgruppe, da wir uns mit der Technik schon sehr früh mit Videospielen beschäftigt haben. Und jetzt können wir so endlich das erleben, was wir uns immer gewünscht haben. Also wir haben alle Minority Report gesehen und gesehen, wie man da drin rumagieren konnte. Und man hat sich das so gewünscht. Es ist so wie, man hat zurück in die Zukunft gesehen und sich ein Hoverboard gewünscht und jetzt ist es plötzlich da.